Erstes Heimspiel heute gegen Lemgo oder erstes Saisonspiel auch. Ja, am Anfang haben alle Rädchen super ineinander gepasst, nachher hat es ein bisschen gehapert. Woran hat es da gelegen? Ja, diese Geschwindigkeit, die Intensität war nicht mehr ganz so gut wie in der ersten Halbzeit. Wir haben natürlich auch ein bisschen gewechselt, haben in der Konstellation, wie wir am Ende auf dem Feld standen, noch nicht so viel zusammengespielt. Das ist, glaube ich, so ein Punkt, der da zum Tragen kommt dann und dem auch das niedrigere Ergebnis, als es vielleicht zu erwarten war nach der ersten Halbzeit, dann zu Schulden kommt. Es ist immer die Rede von einem großen Umbruch. So groß finde ich den Umbruch bei uns gar nicht. Es sah aber doch in der ersten Halbzeit sehr gut aus, das Zusammenspiel mit allen, oder? Ja, das ist schon ein großer Schritt, wenn man einen Innenblockspieler austauscht, weil es dauert alles seine Zeit, bis man da wieder reinkommt. Aber auch schon die Spiele in den letzten Wochen haben gezeigt, dass wir da sehr gut aufgestellt sind, egal in welcher Konstellation, dass das schon ziemlich gut läuft. Und das hat man, denke ich, heute auch dann wieder gesehen. Wie sehr imponiert einem das, wenn dann jemand wie Yannick Kohlbach aus Wetzlar kommt und hier bei seinem ersten Heimspiel direkt mal 10 Buden wirft? Kann man besser angekommen sein? Ja, schwer. Ja, es hat sich schon die ganze Vorbereitung so angedeutet. Die Absprachen funktionieren schon mit ihm sehr gut. Und wenn er halt den Ball bekommt, dann sehen wir jeden Tag im Training, wie schwer er von der Deckung zu halten ist. Und das hat sich heute gezeigt. Und mir gefällt es einfach, wie lernwillig er ist, wie willig und wie geil er auch auf jedes Tor ist. Und das hat man heute im Spiel sehr, sehr imponierend gesehen. Normalerweise ist mit dem Abpfiff, das ist die Anzahl der Highlights dann gegessen. Wir hatten noch ein großes Highlight nach dem Abpfiff. Wart ihr Komplizen bei Mess Menzer, der heute dann nach dem Spiel seiner Freundin Heiratsantrag gemacht hat auf dem Spielfeld? Ja, er hat es uns direkt nach dem Spiel gesagt. Ich war schon seit einer knappen Woche eingeweiht. Aber das ist, er hat mir nur die Überlegung auf jeden Fall kundgetan, aber dass es dann heute direkt durchzieht, hätte ich so noch nicht erwartet. Aber ja, war schon ein schöner Moment für alle. Zeigt aber auch so ein bisschen so ein familiär, wie familiär der Verein eigentlich ist, oder dass er das hier in der Arena macht. Ja, total. Ich glaube, das haben wir die letzten Jahre uns aufgebaut, das haben wir alle schon die letzten Jahre erlebt und sehen das jeden Tag auch bei uns im Training. Und das ist nochmal eine Stufe höher und ein deutlicheres Zeichen. Okay, danke dir. Gerne.